Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Hendrixer und wir sind jetzt auf Treasure Island, also besser gesagt, wir fahren jetzt los mit der Fähre. Wir sind jetzt schon mit dem Jeeps gefahren und es war auf jeden Fall ziemlich geil und ich bin gespannt, wie es dann auf der Insel dann abgeht. Hier ist schon mal ein kleiner Ausblick und ja, wir werden sehen, was auf der Insel dann abgeht, die drei Tage. Das war's kurz von mir und wir werden uns dann wiedersehen auf Treasure Island. Warum sage ich mal Treasure Island? Eigentlich heißt es Fraser Island. Egal, haut rein! Yeah, was good? Yeah! Huh? Yeah! Jo Leute, ich bin jetzt im Fraser Island Shop und das hier hinten ist die Fraser Island Bibliothek. Ja, ich habe keine Ahnung, aber sieht irgendwie so aus, ne? Keine Preise dran, gar nichts, alles abgenutzt. Yep. It's great, oh my god. Oh, that's cool. Bis auf Mexiko, weil es mein Schatten schon wieder im Weg. Würde ich sagen, ist das hier der weißeste Sand, den ich bis jetzt gesehen habe. Okay, wir sind in Fraser Island und ich habe natürlich mal wieder was vorbereitet. Genauso wie ich in Byron Bay was gemacht habe, werde ich hier jetzt auch was machen und dann wird ein Zusammenschnitt kommen vom Gesamtpaket. Yeah! Und da kommt noch gerade jemand und deswegen kann ich nochmal von neuem anfangen oder ich labere einfach weiter. Irgendwelches unnützes Zeug, was eh nicht ins Video reinkommt. Luft holen. Okay, die brauchen noch eine Weile, aber naja, gut. Oh, ich glaube, nach meinem tollen Gefühl, was ich über die ganzen 10 Jahre geerntet habe, müssten die jetzt schon längst vorbei sein und ich kann loslegen. Was ich vergessen habe. Ich hätte eigentlich wie James Bond-like rauskommen müssen.
So in Zeitlupe. Ja, das kann ich ja im Schnitt machen.